Was? Wieso klingen alle so... Oha. Ich bin 16 und du hörst dich gefühlt älter an als ich. Das ist krass. Bist du dieses Jahr noch 16? Ja. Okay, bis 2006er Jahrgang. Dann geht das noch klar. Wann bist du 16? Ich bin einfach 7 Monate älter als du. Fast 8. Und du hörst dich gefühlt erwachsener an als meine, als ich in 20 Jahren. Ich gehe Ey, noch mal jetzt, aufs Dach draußen. leider, jetzt geh doch vorbei, du Idiot. Ich fahr schon ab komplett neben der Strecke, damit du vorbeifahren kannst. Ach, oh. Vergessen aufzunehmen. Ja, war bei mir tatsächlich auch gerade so. Ich wollte einen Stream starten und dann ging das alles so schnell. Du hast mich eingeladen, dann ging es auch schon los. Hast du das Ding gestartet? Ja. Hast du auf Ton an? Ja. Oh, ich hab's leider nicht beleidigt. Oh, das ist nicht toll. Ich mache jetzt mal ein bisschen langsam, dann kann ich dir auf der langen Geraden hier oben noch Windschatten geben. Ja, perfekt. Hä? Was macht der? Die draufgeknallt? Ja, ich stand rechts und er ist mir hinten reingefahren. Ja, los. Brauchst kann dir Windschatten geben. Okay, da steht zum Glück nicht auf mitten auf der Strecke. Nice. Oh, das wird richtig saftig. Boah. Okay, rüber. Danke. Unterbodenschaden, perfekt. Und Flügelschaden auch. Ich habe die Runde abgebrochen. Ich bin einfach nur ein halb. Ich habe lila ersten Sektor, lila zweiten Sektor, dann verkacke ich den Rest. Ich glaube, ich mache Medium Start wirklich. Weil ich nicht an meine Zeit mehr rankomme. Also ich komme schon ran, aber nicht gut genug. Für 15. will ich mindestens noch mal schneller sein als meine Bestzeit. We're 14th in the speed trap, 318.3 kilometers per hour. Was für Flügel fährst du vorne gerade? 9. Ist es auch Zeit für ein Setup? Ja. Super, gut zu wissen, ich fahre 7 da vorne, deswegen habe ich keinen Grip vorne auf der Vorgesetzte. Fährst du Lenkrad-Controller? Lenkrad. Welches? G923. Ah, interessante Sache. Ich habe ganzes gedacht, dass du das G29 fährst, dann hätte ich gesagt, uff. Aber G Das hatte ich vorher. kann in die Tonne werfen. Ach, Digga, was ist denn jetzt mit dem Typen schon wieder los, der mich da angefahren hat? Ich stand rechts, der fährt einfach. Ja, er hat schon geschrieben. Ich stehe Sag einfach ihm. nur rechts, hab gewartet auf dich und der fährt einfach in mich rein. Wo hat er geschrieben? Chat, ne? Ein Ja, Paddock, ne? Chat. Da kann er sich jetzt Stress mit dem Teamchef gefasst machen. Der wird auf jeden Fall nie wieder bei Mercedes die Chance haben zu fahren. Fährt Also, einfach in einen Typen, stehenden Typen an der Seite rein, das ist lost. ich bin ein Und dann noch bisschen DNF gehen. links-rechts gefahren, aber das war komplett auf der rechten Seite. Ja, das geht ja noch. Ja, ich, also um Wahrscheinlich fährt Reifen er ohne entkommen zu. Ideallinie. Und dann Ja, ich denkt er da, wo meine. die anderen fahren.
dort, ich weiß nicht, ob du gesehen hast, wo er steht. Er stand komplett. Ich stand Rechts komplett neben der rechts. Strecke, genau von der Ideallinie runter. Ah, top. Ach, die nehmen ja alle den Windschatten mit. Ich habe, glaube ich, immer noch Unterbodenschaden. Nee, der wird repariert und ich habe mich gedreht. Okay. Ah, der Ronix dreht sich auch in Kurve 1. Jo, das Doofe ist, habe ich freundlich schon weh. Ich stand rechts neben der Ideallinie. Okay, ich habe keinen Frontflügelschaden. Bist du Hotlap? Nee. Ich habe mich gerade hier vorne in der Kurve, zweiten Kurve gedreht. Ja, ich hab Oder schon dritten. gesehen. So. Ah, Junge, Alter. Es geht ja schon direkt richtig gut los, wenn mir einer hinten reinfährt. Ich will auf Start und weit vorne. Ich fahre eine Runde wahrscheinlich auf den, aber werde dann abbrechen und dann nochmal auf frische Softs gehen. Okay, mach das. Außer die Runde läuft sehr gut. Ungültig dieser nächste. We have 2 laps of fuel remaining. All complete. Mechanics, please stand clear. We're ready to go. Nö, ich schaff keine Runde mehr. Scheiße. Bisschen Windschatten? Noch? Nee, Abend für nee. Eine Runde? Vergiss.
Just 30 seconds left in the session. Na, komplett reingeschissen. Hatte viel zu viel Verkehr. Ach, schade. Egal, egal, alles gut. Solange. Es ist wichtig, wäre jetzt noch aus den Top 10 rauszufliegen. Na, früher das mehr in der Stadt. Okay, das juckt aber auch nicht mehr, die 2%. Nö, ich bin safe, ich bin Top 10 mit dem Medium. Jetzt zieht meine 5/10 ab, die Medium langsamer sind. Boom, Pole Position. Also auf Pole hätte ich fahren können mit Softs, aber ich wollte nicht. Oder mein das Schicksal wollte nicht. Und der Fett ist jetzt Feuerzeit, ne? Ne, eine 3, 4, ja. Ja. Ich könnte theoretisch auch auf Mediums losfahren. Wir, Dings, wie heißt das? Splitten Strategie, das heißt, bedeutet, ich fahre auf Medium, du auf Soft. Ja. Dann gucken wir mal, wenn es gut läuft, kannst du dann direkt am Anfang auf Medium wechseln durchfahren. Wenn es gut für uns, für mich läuft, kommt lange kein Safety Car, wenn ich im langen Stint noch bin. Ja. Domo Futebol. Ach Junge, was machen die denn im Qualifying für eine Kamera, dass du... Ah, warte mal, ich muss Dings einladen, TV Jones und Dings wegen, kurz vor Ziel, notfalls, falls einer von uns gewinnt. Jones... Wie viel Benzin nimmst du mit? Zu 100%, ich werde auf plus minus so fahren. Ich nehme eine Runde mehr mit. Es gibt hier sehr oft Safety Cars, sehr oft. Ich nehme eine halbe Runde mehr mit. Mach das so. Naja, mal gucken.
denke jetzt nicht, dass es was wird. Irgendwie was Gutes. Oh, tut mir leid. Digga, was? Guck mal bei Beschwerden, was Domi da macht. Boah, Alter, das ist so ekelhaft. Kennst du den Monkey Fort von dem alten richtig einen vom Nee. Meme her? Nee. Okay, oh, gleich Pause. 8. 5 Minuten, 1 Minute noch. Ja. Beschwerden? Was macht der Typ, Alter? Klar, ich ziehe in dem Moment nach links, aber ich stand rechts, oder also ich stand gefühlt rechts. Ich bin da mit 40 km/h lang gefahren und wollte meine Reifen aufwärmen. Das war halt gerade zu dem Digga, der Typ Zeitpunkt ist. ungünstig. Aber ich meine, wer auch da einen Windschatten mitnimmt, der verliert doch eher mehr, anstatt zu gewinnen durch Windschatten anscheinend. Ups. Naja. Ja, mal gucken. Ja, naja. Soll er doch machen, was er möchte. Soll er machen, was er will. Oha, und ich bin auf die Genie-Strategie gekommen, dass ich eine fucking Zwei-Stop fahre. Boom! Gott. When we're young and wild and free. Drückt der Host eigentlich immer? Ja. Ich fahr so Medium, Soft Medium. Okay, auf 30. Ich habe auch, glaube ich, noch nie eine Liga gesehen, die Zwischeninterviews macht. Ich meine, was soll denn so Spannendes in so einer kurzen Zeit passiert sein? Das waren 18 Minuten. Okay, es ist 30, drückt jetzt wer? Sind nur drei Leute auf Medium. P11 und P14. Everything looks good on the power unit cycle, so let's concentrate on bringing tires and brakes up to temperature.
einfach 9. auf dem Medium, ne? Das ist halt ein riesen Vorteil. Die fahren definitiv einen Zweistopper vor mir. Oder ich bleib 21 Runden auf den Reifen und dann gehe ich auf den Startsoft. Kannst du auch machen. Jupp. Mal schauen, wie die Spielzeit mit dem Safety Cars und so. Mit Jordan Pappen. Ey, dieser Simi, gib doch Gas, du Idiot, ich fahr dir gleich drauf. Ey, nee, mein Gott, Alter. Du bist hinter einem Haas und ich bin vorne am Haas. Wir sind einfach Team Mercedes und Aston Martin im Haas-Sandwich. Komm, gib Gas. Ich will meine Reifen warm kriegen. Ich will meine Reifen eigentlich gar nicht so warm haben. Wir haben ein extremes Problem mit Reifentemperaturen in dem Spiel. Naja, viel Glück dir. Viel Glück dir auch. Und ja, nicht DNF gehen. Wir brauchen Punkte. Nein, es ist. Mach dir keinen Druck, wenn du DNF gehst, alles klar, in Ordnung. Besser ein Auto als zwei, besser zwei Autos als ein Auto im Rennen zu haben, was sonst normalerweise der Fall ist, weil mein Teammate einfach keinen Bock mehr hat auf die Liga. Boah, da hat gekracht. Und ich bin Sechster. Ja, ich war in einer guten Position, aber dann musste ich rechts abbremsen, weil da schon gekracht hat. Und dann war ich im Sandwich überall. Bin leider nur Zehnter. Wer sonst bestimmt. Alles gut, hast eine Position gut gemacht. Zwei, glaube ich sogar. Zwei sogar, ja. Aber wird der Safety Card ganz in Ordnung? Hauptsache kein richtiges. Ja, die soll mal ein bisschen schneller machen. Das sind 5 Sekunden, bis ich im Data bin. Ich bin 4. Ist 3. Selbst die KI ist noch hinten dran. Junge, der eine Rangster, der fährt mir schon ganz schön nah drauf. Gar nicht, wie sich das Auto mit vollen Tank anfühlt. VSC ending, we're going green. Maintain positive delta until the green flags. Green flag. Ich glaube, ich habe eine Verwarnung. Wir können DRS. DRS now available.
We're trailing our teammate by 2.5 seconds. Ah, oh, noch eine Verwarnung. Was mache ich denn? So, jetzt bin ich an Artis dran und Risky. Ja, ich hätte Simi fast geholt, aber der ist Martin hinter mir, hat sich komplett verbremst und mich off-track gedrückt. Und The Ronix hat sich... Oh, und The Ronix ist weg. DNF? Nee. Okay, clear. Das ist Warning. Och Junge, der trifft auch nicht den Bremspunkt. Der fährt mir zum zweiten Mal rein. Perfekt, komme ich schon wieder nicht an Simi vorbei. Trader sicher. Scheiß auf die Strafe. Also. Ich verbrat meine Reifen gerade richtig. Boah, ich bin gerade außenrum in der Doppellinks dort lang, an jemanden vorbei. Nice. Verbrat halt aber auch meine Reifen dadurch. Naja, egal. Was sagt deine Strategie eigentlich? Medium und dann auch am Ende vielleicht Soft. Soft, Medium, Soft, Mandy? Ja. Okay.
Sperrstrafe. Alles gut. Boah, ich muss RS sparen, ich hab nichts mehr. Ich bin immer noch voll, weil ich nicht dazu komme, das auszugeben. Na, ich hab extrem gepusht, um an die Soften am Anfang dran zu bleiben. Aber jetzt spare ich gerade ordentlich. Ey, das ist... Green flag. The gap to the car in front is less than a second. Let's try and get past in the DRS zone. Okay, die Reifen geben jetzt nach. Wear for now. Keep taking care of them. Is beginning to pull away. Boah, mit einer Box. Die ist jetzt zweimal so oft. We're approaching the pit window. You'll be on the mediums. Ich mache es einen ganz kurzen,
auf was bist du? Soft. AIDS ist toll. Racers off. Perfekt. Und McLaren in der Box. Okay, clear. We're boxing this lap. Give us the best in lap you can. Go now. Scheiße, 6 Sekunden. Look after these tires now. We want to finish the race on this compound. Okay, you're in the top 10. Okay, nächste Verwarnung. Junge. Okay, the gap behind is 3.0 seconds. Yeah.
to teammate ahead is 9.3 seconds. The fastest lap at this point in time is a 1:05.6. Green flag. No tire concerns at the moment, just focus on the driving. Tire condition is still looking good. Tough and absolute scheiße. Ja. Die Meteor sind überraschend schnell. Ja, die sind krass. Also ich bin auf die Meteors gekommen direkt. Ein krankes Gefühl gehabt. Ich finde einfach nicht meine Base, Alter. Yellow flag. Someone's come up ahead of you. There's a yellow flag ahead. So all of our tire pressure data is reading zero at the moment. Assuming they still look inflated to you, we're going to guess it's just a bad sensor. Shouldn't be anything to worry about. Gap to car in front is 2.2 seconds. Gehst du dann beim Haufen? Okay, clear. Ich? Ja. In den nächsten zwei Runden. Ich warte, bis irgendwas krasses passiert. Gürtel, Safety Car. Safety Car, Safety Car, Safety Car, bitte. Slow your pace immediately. Wäre das so Medium oder Soft Stunting? Ich muss Benzin sparen.
virtual safety car is ending. Maintain your pace until the green flag. VSC ending. Wait for green. Ja, ein bisschen gepennt, egal. Fährst du zu Ende? Ja. Die Medium sind die besseren Reifen hier auf der Strecke. Ja. Deswegen nutze ich die Medium anstatt einen Soften. Insbesondere wenn er frisch ist, der Medium. Naja, ich verliere gerade Zeit. Musst du noch mal in die Box, Mondgesicht? Nö. Super, perfekt. Ich probiere so mit Luca zu kämpfen, dass Racer nicht vorbeikommt. Und ich rankommen kann. Ja. Danke. Neun Sekunden Strafe. Okay, the car behind is catching you by 5/10 a lap. 5/10. Ja, 6 Sekunden. Ja, Luca macht Platz für Racer, das wird nix. Ich habe aber das DRS. Divebomb. Ja, ich probier's. Ja, er macht zu. Aber ich hab's Auto noch gesägt. Okay. Halte Luca auf. Aber trotzdem hat's gereicht. Ich hab eine Sekunde gut gemacht auf Luca. Racer. Racer. Wie weit kannst du es schaffen, Luca diese Runde aufzuhalten? Okay, gap ahead is 3.1 seconds. Caution, caution. Green flag. Versuche ihn auf den Geraden so hart zu blockieren, wie du kannst.
Super. Okay, you're catching the car ahead, but remember, we need to get to the end of the race on these tires. So, ich zieh jetzt an euch. Oh, lass mich vorbei. Lass mich auch vorbei, lass mich auch vorbei. Ich geb dir DS. Und ich bin ein Idiot. Ich dive bomb in der innen. Nein, nein, aufpassen, aufpassen. Our gap to the car in front is 6.2 seconds. Nächste gerade, lass du mich vor, okay? Geh rechts. Ah, zu spät. Ne, warte mal, ich nehme das DRS auf der nächsten Gerade mit. No need to worry about tire condition for now. Everything's looking good. So, jetzt. Ich gehe vorbei. Oh nee. Okay, clear. Ey, das ist jetzt beschissen. Was ist denn da passiert auf einmal? Einfach weggekommen. Someone's come up ahead of you. There's a yellow flag ahead. Also Aufgabe Luca aufhalten, so hart du kannst. Nehmen, oh, 6 Sekunden, nur 12 Sekunden Strafe. Wie viele Strafen hat der hinter dir? 9. Und der danach? 6. Ich bin auf Platz 8, komme ich derzeit ins Ziel. Mondgesicht, du bist P3, ne? Ja, aber ich. Ne, ich werde P5 durchstrafen. The gap to the car ahead is 8.7 seconds. Der Alfa Tauri hat nur 3 Sekunden und der Alfa Romeo hat gar keine Strafe. Wenn du es schaffst, halt ihn jetzt richtig auf, also richtig blockieren. Auf den Geraden alles ERS raushauen und dann in den Kurven so hart runterbremsen wie möglich. Mach den Perez. Ich komme. So, ich bin jetzt Sechster. Ziel. Okay, und jetzt Attacke. Ich stech super. Mega Job machst du. Mega.
Mega. There's 5 laps of fuel remaining. Danke, machst du mega Job. The car in front is 11.7 seconds. Green flag. Wenn du hat der erste Mörder nochmal hinter dir? 12. Okay. Das wird ein Podium. Nee. Oh, we've only got Face 2 laps of fuel left. Warte mal. Blockieren nochmal eine Runde lang. Extrem runter. Dann dive bomb ich ihn. Richtig Benzinprobleme. Wie viel hat dir das gebracht? Benzin, was denn? 2 Sekunden. This is your final lap of the race. Jetzt gib Gas!
Es wird ein vierter Platz für dich. Wären die Strafen nicht gewesen. Ja, ist der.
attackieren hier mit 320 und verbrennen sich Ja, hab mal gesehen. Ja, klar. Du bist blockiert. Nicht blockiert. Nein, nicht blockiert. Ja, siehst du den Brennpunkt dort? Ich hab ihn total verpasst. Du bist da komplett rot im Bereich. Ja, genau. Per komplett auf der Brennpunkt. Das siehst ist du? Der rote Punkt. Siehst du, da rote Punkt und du bleibst hier vorne. Nee, ich bin auf dem Gas. Warte, lass mich mal sehen. Oh mein Gott! Das hat den abgeschossen. Das ist belastet. Danke dir. Die Folge ist einfach.